Mahlzeit, mein Name ist Balfmer und herzlich willkommen hier zu Balfmer Schaut, meinem kleinen Reaction-To-Format, in dem ich immer wieder Videos reacte, die ich kenne, wo ich einfach sage, was verbinde ich damit, was finde ich da besonders toll an dem Song oder an dem Künstler, wie auch immer. Und natürlich reacte ich auch immer Sachen, die ihr mir vorschlägt, die YouTube mir vorschlägt und lass mich einfach mal überraschen, was da auf mich zukommt. Das Ganze alles im Metal- und Rock-Genres rund um die Welt und wenn ihr da tolle Vorschläge habt, ob riesiger Künstler oder ob kleiner Künstler mit nur ein paar hundert Views, schlagt mir das gerne in die Kommentare vor. Ich packe das auf meine Liste, die ist mittlerweile schon recht lang, aber ich gucke, dass ich alles abgearbeitet kriege, von daher gesehen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja irgendwann mal Baby Metal schon mal reacted und habe das jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemacht, weil ich einfach so viele andere gute Vorschläge von euch bekommen habe. Da habe ich mir gedacht, wird mal wieder Zeit für Baby Metal. Jetzt mache ich mal wieder so zwei, drei Videos innerhalb der nächsten Woche, nächsten anderthalb Wochen, damit da wieder ein bisschen Back to the Roots kommt, ne? Und ja, finde ich cool, finde ich vom Musikcharakter einfach richtig gut und ich lasse mich mir überraschen. Ich gucke jetzt tatsächlich das allererste Mal, wie heißt es? Gimme Chocolate. Das hat, glaube ich, bei YouTube die meisten Aufrufe von Baby Metal. Einige haben in den Kommentaren gesagt, dass das Lied gar nicht so cool ist. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Gibt vielleicht bessere Sachen, vielleicht auch nicht, aber wir werden es dann wahrscheinlich jetzt gleich gemeinsam herausfinden. So, dann würde ich sagen, ja, rohrfrei und auf geht's mit Baby Metal. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. Also ich muss schon mal ganz kurz Pause machen. Ich mache wieder ein Stück zurück, ne, um den Übergang gleich wieder sauber zu hören. Also der Anfangspart ist ja schon sehr lustig. Das ist ja schon so ein bisschen auf kindlich getrimmt. Dieses also dieses ich kann es halt nicht nachmachen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt schon am Anfang sehr. Erst kommt dieser harte Metal, dann dieses ja äußerst süße kindliche Sprachpart, Gesangspart und dann geht natürlich der Metal los mit dem eigentlichen Gesang. Finde ich schon mal von daher gesehen ganz cooler Auftakt. Also ich kann verstehen, dass auch unter anderem, wenn man jemand anderen Baby Metal zeigen möchte, dass der Song dafür ganz gut ist, um den Kontrast darzustellen, was Baby Metal ja auch so ein bisschen repräsentiert. Von wegen auch in andere Genres reinzugehen oder auch eben mit gewissen Elementen immer wieder zu spielen. Mit diesem, in Anführungszeichen, Baby, also mit diesem Kindlichen. Allerdings dazu natürlich auch dieses harte Geknüppel, dieser Metal. Von daher gesehen kann ich es verstehen, wahrscheinlich auch deswegen relativ viele Klicks. Und wenn einmal ein Song oder ein Lied viele Klicks hat, kriegt er sowieso noch mehr. Das ist ja irgendwie so eine Kettenreaktion. Ich denke selber auch, so vom ersten Eindruck jetzt, Baby Metal hat bestimmt noch den ein oder anderen stärkeren Song, aber ich glaube, ich verstehe, warum der Song so viele Klicks hat. Aber wir gucken jetzt noch mal ein bisschen weiter, ne? Musik
So, nochmal der andere kleine Pausings. Ich gehe auch nochmal natürlich wie immer das kleine Stückchen zurück. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn jemand Baby Metal nicht kennt, wenn der auf so richtig crazy Sachen steht, dann kann man den Song gut vorstellen. Ich glaube aber, dass jemand, der Baby Metal noch nie gehört hat und sonst in seinem Anführungszeichen eher normalen Metal hört, dass der mit dem Lied, mit den Stilarten nicht ganz so viel anfangen kann. Ich glaube, es gibt bessere Einstiegslieder in die Band Baby Metal, um das Ganze, erstmal so, das ist ja ein bisschen was anderes. Das muss man ja erstmal hören und sich darauf einlassen, wenn man das sonst nicht kennt. Und ich glaube, es gibt tatsächlich da bessere Songs als Gimme Chocolate, die es dann auch, ja, ich sag mal, Leute mit dem noch nicht dran gewöhnten Gehör, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, ne? Das, also, ich glaube, das ist nicht der beste Einstiegssong, um jemanden als Fan zu Baby Metal zu gewinnen. Kann natürlich sein, dass jemand sagt, boah, ich finde total diesen kranken Scheiß, der total gemixt ist, also kranker Scheiß positiv, ne? Also das Kranke total geil findet, kann sein, dass der sich davon richtig abgeholt gefühlt. Ich denke allerdings, so, es gibt andere Einstiegslieder, die ähnliche Elemente haben, aber nicht ganz so hart miteinander mixen. Was es dann tatsächlich für den normalen Hörer, glaube ich, einfacher macht, sich damit anzufreunden. Aber ansonsten natürlich, wenn man es gewöhnt ist, ist es natürlich cool. Man erkennt da halt einfach die Elemente, mit denen die spielen. Harte Metal, diese Wechsel, Gesang, dieses Sprachgesang, dieses Schnelle, dieses Süße und dann wieder ganz normaler, vernünftiger, also was heißt vernünftiger, dieser ganz normale Gesang, den man gewohnt ist, das ist hier wirklich sehr, sehr cool zusammengemixt und richtig cool. Also von daher gesehen, ich kann es verstehen, dass der Song so viele Klicks hat, aber ich finde, wie gesagt, tatsächlich hattet ihr in den Kommentaren recht, es gibt andere Songs, die stärker sind, die besser sind, die auch ich, glaube ich, eher, wenn ich jemanden Baby Metal vorstellen möchte und nicht einfach nur damit protzen möchte, hier, guck mal, wie krank das ist, sondern einfach, wenn ich sagen würde, hier, hör dir das mal an, das ist richtig gut, tatsächlich einen anderen Song wählen und nicht den. Ich glaube, der ist tatsächlich nur zum Posen, ne? Um sozusagen, hey, guck mal hier, wie krank die sind, was ist das überhaupt, um so ein bisschen aufzufallen, um jemanden von der Band zu überzeugen, würde ich andere Song wählen. Aber gut, jetzt geht's erstmal weiter hier mit Baby Metal. Ich hoffe, ich quatsche nicht so viel und wenn ja, das ist halt so. So bin ich. Okay, Leute, weiter mit der Musik hier. Ja, sehr, sehr cool. Ich gucke nur, kommt danach noch was? Nein, nur noch Text. Also von daher gesehen, richtig cooler Song. Wie gesagt, nicht der stärkste, aber auf jeden Fall musikalisch wieder auf hohem Niveau. Musikalisch, gesangstechnisch mit den vielen Umbrüchen. Kann man den Mädels einfach nicht abstreiten, insbesondere auch den Musikern dahinter, dass die es einfach drauf haben. Kann man nicht anders sagen. Also, ja. Deswegen demnächst natürlich nochmal das ein oder andere Baby-Metal-Lied. Da gucke ich mir noch ein paar ein oder zwei andere Genres raus, wo die halt mit rein was rausnehmen. Da muss ich mal mich ein bisschen vorher einlesen. Insbesondere hoffe ich, dass ich mich selbst nicht zu sehr spoiler.
dass ich halt den Song tatsächlich dann ungehört neu reacten kann. Es ist immer ein bisschen schwierig, sich zu informieren über eine Band, aber selber nicht zu viel Infos oder nicht Tests zu hören, damit man halt tatsächlich noch 1:1 überrascht ist und diesen wahren Reaction-to-Geist nicht verfälscht. Und lässt sich nicht manchmal machen, aber dann sage ich euch das immer, wenn ich den Song oder das Video schon kenne. Wer häufiger meinen Kanal verfolgt, wird das ja schon kennen. Ja, das war es soweit von mir heute. Ich hoffe, euch hat es so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich bin dann für heute erstmal raus. Wenn ihr euch weiter auf meinem Kanal umgucken wollt, sehr gerne. Ich freue mich. Ihr könnt auch gerne abonnieren und Likes und Daumen nach oben machen. Haut auch gerne in die Kommentarspalte Sachen rein. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentarspalte Englisch, Japanisch oder was auch immer schreiben. Ich jag das meistens alles durch den Übersetzer. Ich lese mir bis jetzt, kann ich sagen, ich habe jeden Kommentar gelesen in meinem ganzen Kanal. Von daher gesehen, schreibt gerne rein. Ich bin gespannt. Okay, jetzt bin ich wirklich raus. Bis dahin, euer Balfamor. Ciao.